Was? Aber nicht die Diskussion, sondern was er ja, hat. Oder? Dass du dir eine Frage stellen wolltest. Ja, sobald wir mit der Diskussionsrunde anfangen, ja, ja, dann hast du sie drauf. Dann haben wir Fragen zum Referat in der Diskussionsrunde erstmal. Ja, genau. Direkt an Rolf. Aber Rolf, ich frage dich. Wir haben doch mit der ekliptikal ausgerichteten Astrologie recht gute Erfahrungen gemacht. Also wir machen doch recht gute Erfahrungen. Ich bin ja selbst jemand, der viel beobachten kann, ne? Rumreist und macht. Aber wenn die Horoskope deuten, ne? Und jemand, der tief in der Horoskopdeutung drinsteckt, ne? Stellt doch fest, ich stelle das jetzt einfach mal fest aus meinem Evidenzerleben heraus, dass diese ekliptikale Astrologie eine sehr stimmige Astrologie ist. Und dann leitet sich für mich ab, ist die Ekliptik nicht eine ganz besondere Ebene, über die etwas gespiegelt oder hineingeholt wird an Informationen. Ist das vielleicht unsere Informationsebene, die für uns wesentlich ist? Also, die Beobachtung, das stimmt, Konventionen, wenn er ganz verzerrt, ganz klar, Sonnenfinsternisse finden manchmal im Horoskop statt, exakt, indem sie nicht am Himmel stattfinden, weil es ja ekliptikbezogen ist, ist klar. Aber trotzdem stelle ich fest, dass die ekliptikbezogene Astrologie gute Deutungen zulässt. Ja, mein Ausgangspunkt war ja die Diskrepanz von der direkten Beobachtung. Aber ob es das andere geben darf oder nicht, ist eine andere Frage. Ich wollte nur auf den Widerspruch eingehen. Ja, ja, aber das andere ist für mich auch denkbar. Da habe ich das von dir auch schon gehört. Es ist auch denkbar, sich eine rein ekliptikale Astrologie vorzustellen, um mit diesen Projektionen auf die Ekliptik zu arbeiten, zu leben, zu deuten, auch Erfahrungen sammeln zu müssen. Ja. Ja, meine Frage ist eigentlich, hast du auch damit gute Erfahrungen gemacht mit der ekliptikalen Astrologie? Ja, in der Regel arbeite ich auch nur mit der ekliptikalen Astrologie, das heißt das, was ich im Horoskop sehe, die meisten von uns. Klar, ich gehe hier und da noch in die Tabellen, aber vom direkten Eindruck werde ich von dem geleitet, was ich im Horoskop sehe. All die Aspekttabellen, die wir haben, die beziehen sich alles auch wieder nur auf das. Mhm. Also in dem Sinn, man kann sich dem fast nicht entziehen, der reinen ekliptikalen Astrologie, so wie es heute. Also das beobachtest du auch, ja. Das ist ja auch wesentlich, wenn es zum Beispiel Konjunktionen mit dem Aszendenten gibt, in den Transiten. Wir deuten da ja auch die Projektionspunkte und haben gute Erfahrungen. Das ist ja bei Pluto sowas von absurd eigentlich. Denn Pluto, wenn er den wahren Horizont schneidet, steht er bei weitem nicht über dem Aszendenten in der Radius. Gut, aber auch schon bei der Venus konnte ich auch schon beobachten, bis zu einer Dreiviertelstunde. Also wenn man schaut, wann geht es im Horoskop, also im gezeichneten Horoskop steht es am Aszendenten und wann könnte ich es theoretisch in einem Astronomieprogramm beobachten, wenn es aufgeht. Ja. Auch dort haben wir das schon, diese Differenzen. Und das ist dann wieder interessant. Auf die eine Seite bemühen wir uns minutengenaue Geburtszeitkorrekturen mit ganz genauen Aspekten und dann haben wir plötzlich Faktoren, da muss man 3/4 Stunde warten, bis die stimmen. Ja. Aber wenn man hier zum Beispiel umfragen würde, dann würde jeder glauben, ach ja, Pluto über den Aszendent als Transit, das deutet sich doch. Und das ist gar nicht unberücksichtigt. Ne? Und man hat das Gefühl, dass in der Biografie des speziellen Menschen oder auch bei einem selbst, dass bestimmte Dinge auslöst, ne? Transformatorische Prozesse und so weiter, andere Sichtweise im Leben. Aber obwohl ja das eine ekliptikale Konjunktion ist, ne? Und wir ja so nicht beobachten können. Mhm. Also die Transitien ja sowieso nicht. Ich denke, das ist so eine Kontroverse wie bei den Häusersystemen. Es gibt die einen, die schwören auf die rein ekliptikale Astrologie, obwohl sich bewusst sind, dass es diese Phänomene gibt. Mhm. Aber mit Bernadette Brady, die mit den Realkonfigurationen arbeitet. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Astrokartografie, wo man eigentlich die Linie beobachtet, wo der Pluto real am Horizont stand und nicht seine ekliptikal projizierte Position. Also das ist ja dann ein Widerspruch, wenn man mit normalen Horoskopen, zweidimensionalen Horoskopen arbeitet, aber dann in der Astrokartografie reale Positionen verwendet. Das ist ja auch seltsam, ne? Ja. Ja. Ja.
Also, nur mit der Beobachtung erstmal. Wenn wir etwas beobachten, du sagst, wir beobachten ja ekliptikal, funktioniert das ja wunderbar. Nee, wir beobachten es ja nicht, aber wir sehen es ja anders. Nur Horoskop ist es ekliptikal. Ja, aber das, dann hast du eine Erfahrung, ein Evidenzerlebnis, wie du das genannt hast. Also, ich habe Evidenzerlebnisse bei ekliptikalen Positionen. Ja. Astrologisch. Du kannst aber erstmal nicht wissen, was für Evidenzerlebnisse du hast, bevor du dich etwas anders anschaust. Ich gucke mir aber was anderes an, weil ich das Glück habe, mit dem Pass ein Stück zur Welt gereist bin. Und was ich damit sagen will, ist, die Tatsache, dass wir auf einer Ebene mit einem Blickwinkel eine bestimmte Erfahrung machen, heißt ja nicht, oder schließt ja nicht aus, dass wir aus einem anderen Blickwinkel vielleicht auch eine Erfahrung machen, oder auch die mindestens genauso interessant ist oder eben nicht. Das will ich damit sagen. Also das, dürfen nicht aus einer Erfahrung, die wir gemacht haben, aus einem Blickwinkel daraus schließen, dass ein anderer Blickwinkel nicht funktioniert. Ja. Oder vor allem könnte ein anderer vielleicht besser sein. Das wissen wir auch immer nicht dann. Ja. Also ich mache den Vorschlag, dass man die Planeten über die Nord- und Südpunkte auf die Ekliptik projiziert. Da gibt es diese Differenzen nicht. Dann ist der Pluto wirklich am Aszendent, wenn er auch da ist. Nord-Süd der Ekliptik. Bitte? Nord-Süd-Pol der Ekliptik. Nein, Nord-Süd-Punkt. Auf dem Horizont. Also auf dem Horizont. Horizont bezogen. Ja, Horizont. Und ich habe das auch überprüft und gesehen, also in den tiefen Breiten bis 30 Grad oder so, also da, wo eigentlich die Astrologie geboren wurde, Babylonien, Griechenland und so, gibt es kaum Abweichungen. Und in den mittleren Breiten sind die zum Teil auch nicht sehr groß. Da gibt es ein paar Ausreißer. Das heißt, diese Evidenzerlebnisse könnten durchaus im einen oder mit dem anderen System sich mehr oder weniger überschneiden. Und im Norden, da gibt es zum Teil, also in den nördlichen Breiten gibt es zum Teil größere Abweichungen, aber auch nicht so. Schlimm, also, ja. Aber die Konjunktionen, die sich bei diesen Verfahren bilden, sind dann auch nicht am Himmel so zu sehen. Aber die Planeten sind in der Höhe, also sind da, wo sie... Sie sind im geometrisch richtigen Haus, genau, je nach genau. Häusersystem. Es gibt dann keine wie sagt man denn? Hast du jetzt gerade angesprochen, dass... Also, dass zum Beispiel Pluto... Das sogenannte Häuserproblem, dass die Planeten gar nicht im Haus stehen, wo sie sind, das hätte man dann nicht mehr. Mhm. Wenn der Pluto eine Deklination hat, dann ist er nicht mehr im Aszendenten, sondern kann weit unterhalb oder weit unterhalb des Aszendenten. Wenn du das über die Nord-Süd-Punkte rechnest und der Pluto ist wirklich gerade im Aufgehen, dann ist er da auch in 0 Grad des ersten Hauses. Der Himmel zieht Großkreise durch Nord- und Südpunkt. Und dann ist natürlich ein Nord- Planet... Nord- und Südpunkt des Horizonts. Des Horizonts. Da zieht der Großkreise... Dieser Remontane Scheibe. Ja, genau. Mit Campanus auch. Meridian ist auch einer. Ja, aber wenn der Pluto jetzt am Aszendenten ist... Mhm. Der Gradzahl des Pluto am Aszendenten ist und Pluto hat eine Deklination von 10 Grad. Dann ist es in meiner Berechnung von 10 Grad, besser gesagt, dann wird er ja nicht am Aszendenten sein. Ja, dann wird er da auf die Ekliptik projiziert, wo er wirklich ist. Da wird also der Großkreis vom Süd- und durch Nord-Südpunkt und Pluto gezogen und dann wird geschaut, wo dieser Großkreis die Ekliptik schneidet. Ja. Und das ist der Projektionspunkt, den du meinst. Dann ist es nicht übereinstimmend mit dem Aszendenten. Wenn Pluto wirklich am Horizont steht, dann führt der Großkreis von Nord- zu Südpunkt natürlich dem Horizont entlang. Folglich ist er dann auch am Aszendenten. Also, schräge Übertragung auf die Ekliptik, ein Überaszendio obliquo. Ja, aber das ist ja nicht die ekliptikale Stelle des Pluto.
Nein, das ist nicht die senkrecht projizierte Ekliptik, aber die ist halt anders projiziert. Das ist auch eine ekliptikale Stellung. Es ist einfach nicht über die Nord-Süd-Pole des Tierkreises, sondern über Nord. Und wie gesagt, also die Abweichungen sind sehr gering. Also das heißt, man hätte das früher gar nicht feststellen können. Ab, wie du aber auch erwähnt hast. Abweichungen sind gering in Bezug auf den Aszendenten, nee. In Bezug auf einen anderen Planeten. Nur auf die Planeten überhaupt. Es ist jetzt einfach, Pluto ist ein extremes Beispiel, aber früher gab es kein Pluto, also die normalen Planeten auch. Mond, da gibt es noch ein bisschen Abweichungen. Aber nicht sehr groß. Es kann extrem sein, kann über 30 Grad sein. Je nachdem, ob es sich um Widderknochen handelt oder mehr beim Krebs, das kann man zeichnerisch. Also bis zu 45 Grad ist es bei den Planeten höchstens 2-3 Grad. Beim Pluto kann es größer sein. 30 Grad ausmachen. Ja, da kann es größer werden. Wenn es beim Widder ist, ne? Weil der Widderpunkt ist so und der Horizont schräg. Ne? Steht er da, Projektion ist so. Aber der Horizont schneidet zu. Die Ascensio Obliqua, die ist nämlich ein sehr spitzer Winkel, ne, zwischen Ekliptik und beim Wetter ungefähr. Die Ekliptik, ne, hochsteigt. Und den Horizont auch schmal schneidet. Aber das Problem bei dieser Projektion ist doch, dass es eine Projektion ist, die von der Zeit abhängig ist. Die würde ja nur gelten für den Planeten am Aszendenten. Wenn wir jetzt dieselben Planeten nicht am Aszendenten haben, sondern am Meridian haben zum Beispiel, wie würde da die Projektion sein? Das ist der Meridian ist auch ein. Aber dieselben Planeten, die gleichzeitig aufgegangen sind, sind, wenn sie am Meridian sind, nicht gleichzeitig am Meridian. Also, die sind dann in dem Moment, wo sie am Horizont stehen, in Konjunktion miteinander bei dieser Projektion. Genau. Aber dann, wenn sie wenn einer von denen in Kulmination steht, dann steht der andere nicht unbedingt in Kulmination und nicht in Konjunktion. Genau. Also astrologisch würde er immer noch in Konjunktion stehen, weil die Abweichung ist nicht so groß. Ja, beim Pluto schon. Ja, Pluto. Und bei Venus und Mond mit 5 bis 8 Grad kann es auch massiv sein. Doch, das kann sehr massiv. Es kommt auf den Breitengrad drauf an. Das auch, ja. Das ist das Wesentlichste. Das ist sehr wichtig. Und eben auf den Winkel, der ein Planet hat. Abweichung von der Ekliptik. Also, was natürlich positiv ist an dieser Projektion, ist, dass es je nach Häusersystem, das man verwendet, die sich so ergebende ekliptikale Position im Einklang ist mit dem Häusersystem. Also, weil die zum Beispiel Region Montanus und Campanus Häuserlinien genau auf diese Weise gezogen werden, nämlich durch die Nord- und Südpunkte und dann den entsprechenden Ekliptikpunkt, den wir als Häuserspitze ins Horoskop einzeichnen. Bei Placidus aber nicht. Bei Placidus müsste man anders projizieren. Die Neigung dieser Parallelkreise eben zum Äquator. Ja. Also das wäre dann eine weitere Frage, die ich an euch hätte. Wenn wir uns 2000 Jahre zurückversetzen in die Anfangszeiten der heutigen Astrologie und so ein Astrologe beobachtet jetzt den Mond, ist bei einer Geburt dabei, der Kind kommt auf die Welt und er sieht, der Mond ist da schon über dem Horizont im 12. Haus, hätte er diesen Mond ins erste Haus gezeichnet, weil er ekliptikal eben im ersten Haus steht, unter dem Horizont. Ja, also die babylonischen Astrologen, die hätten den Himmel beobachtet und gesagt, der ist sichtbar, also ist er im 12. Haus. Ja. Die griechischen, die hellenistischen Astrologen, die die Planeten nicht beobachtet, sondern berechnet haben und das Horoskop aufgrund von Berechnungen erstellt haben, die hätten gesagt, er ist im 1. Haus, weil die gar nicht von den Himmel geschaut haben und die Breite nicht berücksichtigt haben. Ja, ich wollte dich nochmal fragen, Rolf, was du annimmst, was diese genaue Beobachtung von, also das wäre ja wirklich ganz phänomenologisch von der Erde aus betrachtet, ganz genau Beobachtung, wie die Planeten wirklich stehen, eben Distanzen wahrzunehmen, die wir so gar nicht registrieren. Und was das für die
Deutung oder für die Astrologie bringen könnte. Du hast, glaube ich, so eine Andeutung noch. Gut, auf der einen Seite war ja mein Ausgangspunkt der festgeschriebene gemeinsame Nenner der Astrologen, wie es im Thesenpapier steht und dort steht, das mal im Widerspruch. Das andere wäre jetzt bezogen auf Konjunktion, könnte es ja sein, dass wir merken, nicht jede Konjunktion mit den gleichen beiden Planeten zusammen im gleichen Horoskop, also im gleichen Horoskopträger, wirkt gleich stark. Das könnte ja sein, wenn man eben die dritte Dimension noch mit einbeziehen würde, die Breite oder diese Abweichungen, dass man sich vielleicht das damit erklären könnte. Aber es wurde vorher auch schon gesagt, es wäre ein bisschen eine andere Art von astrologischer Technik. Da müsste man schauen, bewährt sich die wirklich in der Praxis? Reichen die besseren Ergebnisse damit? Müsste man experimentieren? Oder ja.